Hahn, Hahn, Hahn. Vielleicht also. Wer weiß. Auf jeden Fall gehen wir uns jetzt unsere Quest hier bei Runzo ab. Und ich würde gerne mal ein bisschen Action hier haben. Wahrscheinlich ihr auch. Weil Questen ist nicht gerade der Hammer. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt Kai Ying aufsuchen. Und die Gürteltasche müssen wir immer noch... Ja, die Quest für die Gürteltasche müssen wir immer noch machen. Aber das ist jetzt Nebensache. Wir machen jetzt erstmal hier Primärquests. Denn eigentlich muss man in Guild Wars nur die Primärquests machen, um durch das Spiel durchzukommen, wenn man nur durchspielen will. Die anderen Quests sind, ja, halt Nebenquests. Muss man nicht machen. Ist eigentlich egal. Und deutlich unterscheiden kann man halt hier unter primäre Quests und Quests. Ein Kappa-Jungpanzer. Huhu. Wenn ich wollte, könnte ich zwar jetzt schon fast demnächst irgendwie, ja, Speed-Leveling machen, aber das wollen wir ja nicht, denn wir machen es wie, wenn jemand das Spiel neu anfängt. Schließlich soll das ja, ja, euch einen Einblick verschaffen. Und den Speed-Leveling, das ist ja dann doof, da müsstet ihr euch nämlich doch den Teil kaufen, den man dafür doch braucht. Und bla bla bla. Und wir wollen die Sache schön ruhig angehen hier. Und nicht irgendwie hektisch durch die Gegend dackeln. Ja, da hätte ich eigentlich jetzt auch hinreisen können, dann hätte man die ganze Sache verkürzt, aber das habe ich leider vergessen. Aber ist ja jetzt eh zu spät und ja, weiter geht's. Obwohl, wir könnten mal eben verkaufen. Die paar Sachen, die wir haben. Boah, ein ganzes Gold bringt mir das. Hoha. Ja, ach, das ist ja... Hoah. Das kann alles weg. Wenn man nicht verkaufen will, könnte man sich jetzt auch ein Wiederverwertungswerkzeug holen. Und ja, die Gegenstände wiederverwerten. Dafür kriegt man dann Materialien. Diese kann man dann für Rüstungen oder Waffen ausgeben. Wobei ich niemals empfehlen würde, sich... Also ich habe bisher noch nie mehr selbst so Waffen erstellt bei den Waffen... Herstellern, Waffenschmieden. Es gibt da bestimmte halt. Und ja. Mehr habe ich dazu jetzt nicht zu sagen. Stimmt, wir können uns auch gleich mal ein paar Skills kaufen, fällt mir mal gerade so ein. Damit der Rito auch schön imbar wird. Welche Quest haben wir denn jetzt hier aktiv? Spürt Kai Ying auf. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir müssen nämlich da vorne hin. Da, wo diese... Dieses Plateau. Plateau? Ist das ein Plateau? Diese höher gelegene. Dieser Hügel ist. So. Da vorne steht auch schon Kai Ying. Mit dem dürfen wir ja jetzt reden. Er sagt uns, ihr habt es geschafft. Ich habe gehört, dass ihr ein echtes Ätherwunder seid. Ich bin Kai Ying. Als ich die gute Nachricht hörte, spürte ich eine sengende Hitze in mir. Ihr werdet so viel lernen. Ja, das finde ich schön. Jetzt dürfen wir uns duellieren. Elementarmagier-Duell. Nein, ich will keine Elementarmagier-Fähigkeiten, auch wenn sie nicht gerade sehr schlecht sind, aber ich will sie trotzdem nicht. Ich bleib bei meinen Geistern. Hm, den hätte ich vielleicht nicht gefunden. Aber ist ja jetzt egal. Das war jetzt ein Fell. Das war noch ein Fell. Aber egal. Wir leben ja noch. So, Duell beendet, Gegner besiegt und Kai Ying sagt, gut, ihr habt überlebt und das ist mehr, als ich über eure Mitschüler sagen kann. Ich muss wohl einen von den Menschen herschicken, um diese Schweinerei wieder aufzuräumen. So, jetzt dürfen wir wieder zu Meister Togo, mit ihm reden und ja... Außerdem sind wir ein Level aufgestiegen, wir skillen uns jetzt mal eben. Wiederherstellungsmagie brauche ich eigentlich gar nicht. Macht des Herbeirufens. Ja, das war's auch schon. Hier ist auch irgendwo die Gürteltasche-Quest. Gürteltasche-Quest, ja. Da vorne ist Hirtin Ziyingju. 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 Ja,
Jedenfalls dürfen wir zu dieser Hirtin jetzt hier hin dackeln und mit ihr reden. Und sie sagt uns folgendes. Seid gegrüßt, ich versorge das Kloster mit Nahrung. Nein, ist also das Leder ausgegangen. Ehe ich euch das Leder geben kann, müsst ihr mir einen Gefallen tun. Ganz in der Nähe treiben sich ein paar Purpurschädel rum. Das sind diese Banditen, die sich hier von dem Dorf mit ernähren. Sag ich jetzt einfach mal. Und die sollen wir jetzt, ja, töten. Da mal ein Messer. Okay, das war nicht schön. Aber ist ja jetzt egal. Ich brauche dringend besseres Geld. So, wir haben sie ausgelöscht. Nicht ausgelöscht. Es leben ja noch Popo-Schädel. Aber woanders. Aber ja. Jetzt dürfen wir wieder zur Hirten. Sie freut sich. Danke für die Hilfe. Hier sind die beinhalteten Fälle. Und ab zurück zum Kloster von Xingjia. Ja. So. Da ist auch Ning der Gerber. Dann nehmen wir die Quest jetzt wieder an. Geben die Quest ab. Und ja. Dann geben wir auch direkt mal eben zu eine Audienz bei Meister Togo. Obwohl nein, wir wollten uns ja Skills holen. Wo ist denn der Typ hier? Seltene Materialien, Ruhen, Rüstung. Wo ist der? Arena-Wache. Wo ist der denn? Hip-Hop ist tot. Das ist ein sehr einfallsreicher Name. Ja. Da steht er. Kurze Gilde Avengers of the Azura sucht Member. Also man sieht hier sehr viele Gilden, die Member suchen. Ja. Bei mir wird das jetzt ein bisschen anders aussehen als bei euch, da man im PvP Fertigkeiten freischalten kann und diese dann so gesehen, ja, hier kaufen kann. Beziehungsweise ich weiß das gar nicht. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir holen uns Blutgesang. Ein paar Geister holen wir uns auf jeden Fall. Seine gesamte Energie erhaltet 20% dieser Energie. Boah, scheiße. Verdammt, sind das viele Skills. Splitterwaffe ist ein sehr schöner Skill, aber naja. Essenzschlag, Geister, Segenstoß, gelingter Schlag, Vernichtung. Stellt ein Geist der Stufe 3, der noch 30 Sekunden stirbt. Wenn dieser Geist stirbt, erleiden alle Gegner in dem Bereich pro Sekunde, die der Geist am Leben war, 2 Punkte Schaden. Mut der Vorfahren. Warte mal, ich habe ja mein Privärattribut und das war Dingens, Wiederstellungsmagie. Da gucken wir mal eben. Der Verbündete wird um 60 Punkte Geld, wenn sich Geister in Hörweite befinden, opfert ihr keinen Lebenspunkt. Das war zum Beispiel so ein Heal-Skill. Hier sind sehr viele Heal-Skills. Körper und Seele heilen ist so ein Standard-Heal-Skill, den die meisten Hilaritos haben. Schattenwaffe. Pff, verdammt. Segen der Schöpfung. Das ist ein schöner Skill. Wenn Hörweite eines Geistes von euch geweckt ist, aber um 25% schneller wieder aufgeladen. Während der nächsten... Wenn ihr ein Kreatur bis zu 5 Gegner neben dieser Kreatur 32 Punkte Blitzschaden. Ist eigentlich auch nice. Die hier. Dann gucken wir jetzt mal unsere neuen Skills eben an. Das brauchen wir gar nicht. Das sind die ganzen Elementarmagier-Skills. So, die Waffen holen wir mal da raus. Da, dann haben wir, wo ist Blutgesang? Da ist Blutgesang. Hier haben wir unseren nächsten Geist. Schmerzhafte Bindung und dann Segen der Schöpfung.
Selfie brauchen wir jetzt nicht gerade. Dafür habe ich einen Mönch. Ich habe